Hallo und Glück auf zu einer weiteren Ausgabe unseres Legenden-Talks nach dem Spiel. Wir reden Hannover mit neuem Trainer, leider Niederlage 0:1. Und darüber werden wir heute sprechen. Und wir begrüßen natürlich erstmal Rüdiger Bramczyk. Hallo. Glück auf. Und Bodo Menzel ist wieder mal zu Gast. Glück auf. Bodo, der Klaus, der ist noch ein bisschen Urlaub. Ne? Ja. Ist dann in der kommenden Woche wieder da. Ja, erstmal eine wirklich schwere Nachricht für den Abi. Ihr kennt ja das Tippspiel, liebe Leute, ihr habt da fleißig mitgemacht. Der Abi ist abgerutscht von Platz 2 auf 22. Was hat denn da alles gemacht? Bodo, René, ich kann dir das nicht sagen. Ich bin von mir selber sehr enttäuscht. Das muss ich wirklich sagen. Also, hast du Schalke? Ich glaube, ich darf zweite Liga nicht mehr gucken. Irgendwie weiß ich nicht. Also ich kriege da irgendwie Probleme mittlerweile. Aber so ist es nun mal. Man tippt mal falsch, mal richtig. Ich habe 1-1 getippt in Hannover, aber unsere Jungs haben mich leider in den Stich gelassen. Du noch letzte Frage, ne? Also wer mitmachen kann, gerne bei Legenden-Talk vorbeischauen, dort findet ihr alle Informationen und in der Beschreibung von YouTube findet ihr das auch. Bei Kicktipp einfach mitmachen und gegen die Fußballlegenden tippen. Macht der Bruder eigentlich auch mit? Nein, ich bin noch nicht im Thema, aber der Abi wird mich nach der Sendung sicherlich aufklären und wenn ich jetzt höre, dass er abgerutscht ist von 2 auf 22, da mache ich auch einfach mal mit. Ja. Also, wunderbar, lohnt sich auf jeden Fall. Gegen Legenden macht das sowieso Spaß für euch. Also, gern mitmachen und ja, lass uns dann über die nicht so schönen Dinge sprechen. Schalke verliert mit neuem Trainer in Hannover. Für viele ist es ein absolutes No-Go, ein Beinbruch oder eine Katastrophe. Andere sagen, durchatmen ist ja, mit neuem Trainer natürlich nicht alles sofort umzusetzen. Wie habt ihr denn dieses Spiel erlebt, gesehen? Bono, du bist Gast. Bitte. Ja, also ich war wie wahrscheinlich alle Schalker ziemlich enttäuscht, weil ich andere Erwartungshaltungen hatte. Wenn der Trainer gewechselt wird, wenn der Trainer neu dazukommt, und 14 Tage da ist, ich glaube, da war ein Spiel, ein Freundschaftsspiel in Aarau dazwischen, und die Zündung nicht sichtbar ist, die dann in Hannover eigentlich erwartet wird, von der gesamten Mannschaft, dann und der Effekt nicht spürbar ist des Trainerwechsels, alles so läuft, wie man es in den letzten Wochen ja auch irgendwie gesehen hat, dann ist die Enttäuschung schon groß. Hannover 96 hat meiner Meinung nach verdientermaßen gewonnen. Und ja, diesmal hat man keine Ausrede, am Schiri lag es auch nicht. Nee, am Schiri lag es wirklich nicht. Ich muss dazu sagen, ich fange mal so ein bisschen anders an, als unser Trainer jetzt hier hinkam, unser neuer Trainer da. Habe ich gedacht, ein Holländer, schön, spielt ein 4-3-3-System, was ich gleich von vornherein gesagt habe, mit der Mannschaft kannst du ein 4-3-3-System nicht spielen, weil du diese Außenstürmer dafür nicht hast und da wieder Schwierigkeiten kriegen. Jetzt hat er ja so weit, wie ich das erkannt habe, vielleicht hat er jetzt ein 4-4-2 gespielt, meine ich, mit zwei Mann vorne und vier Mann im Mittelfeld. Ja. Ja. Also es wird ein 4-4-2 gewesen sein. Also ist er von seinem System ein bisschen abgegangen. Aber wie auch immer, das macht man ja nun mal als Trainer. Das wird er ja schnell erkannt haben. Nur was ich will ihn auch gar nicht kritisieren. Erstens mag ich ihn sehr, weil er war beim Spiel der U23 da. Hat sich dann sofort auch vorgestellt. Ich habe mit ihm also auch gesprochen. Fand ich gut, dass er da gewesen ist und ein bisschen geguckt hat bei der U23. Habe ich also ganz wenige Trainer nur gesehen. Erstens mag ich Holländer eigentlich als Trainer, weil das System, was die spielen, ist eigentlich toll. Das hat mit Stevens, muss ich sagen, finde ich auch gut, weil der Stevens hier über zig Jahre hier gemacht hat. Also ich bin sehr positiv so in diesem Spiel in Hannover reingegangen. Muss aber eine kleine Kritik machen an ihn. Er ist jetzt 14 Tage da und vielleicht hätte er, wenn ich mich so erinnere, wie du gerade gesagt hast, in der Schweiz gespielt haben, einige zu Hause gelassen. Ich hätte da probiert, meiner Ansicht nach, habe ich auch so erwartet, dass er in der Schweiz mindestens mal eine Halbzeit
die Mannschaft spielen lässt, die in Hannover spielen lässt. Ja, mal schauen, wie das überhaupt funktioniert. Dann hätte er noch eine Woche Zeit gehabt, um das zu korrigieren, wenn irgendwas gewesen wäre in der Mannschaft. Das hat er nicht gemacht. Karaman war nicht da, Süller war nicht da. So waren einige, die da nicht gespielt haben. Habe ich nicht ganz verstanden, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber okay, jeder macht's anders. Und trotzdem mag ich die Holländer. Ja, zum Spiel Hannover, meine Güte, das war grausam, muss ich ganz ehrlich sagen, grausames Spiel. Das war mit einer der schlechtesten Spiele, die ich hier gesehen habe. Und es war keiner da, jetzt nehmen wir mal noch Hoffmann raus, der einigermaßen da noch alles sauber gehalten hat oder was er halten konnte, hat er noch gehalten. Aber wenn man so Kinderfehler sieht, ja, wie zum Beispiel das erste Tor, wenn man doch darüber gesprochen hat, und angeblich war es ja wohl auch so, dass man sagt, da muss einer vorne hin, aber da muss ich doch nicht wie im Kindergarten, wie bei einer Schülermannschaft sagen, hör mal zu, du musst da hin. Das muss doch schon in so einer Mannschaft drinstecken, dass einer als erster vorne hinstellt. Dass er entweder den Ball wegköpft, wegschlägt oder. Aber ich stelle mich doch nicht hinterm Mann, Mucki und auch Schambeck, hinterm Mann und der kommt vorne hin und macht das Tor rein. Also ich muss doch da, die sind alle nicht wach. Die pennen alle, habe ich da manchmal das Gefühl. Und das, dafür kann der Trainer nichts. Das muss man einfach sagen. Wenn er darauf hingewiesen worden ist, passt auf vorne, da muss einer hin. Das muss auch mal in der Mannschaft ein bisschen besprochen werden. Ja? Dann entweder, sage ich mal, was weiß ich, Kallas oder wer auch immer, der was zu sagen hat. Hör mal zu, einer vorne hin. Dann passiert das nicht. Der Ball kommt, der Ball wird weggeschlagen, Feierabend. Da wäre die einzige große Chance, die sie jetzt am Anfang gehabt haben. Aber wir haben auch wieder im Mittelfeld viel zu weit von den Gegnern weggestanden. Wir sind über außen, sind sie durchgekommen. Zum Beispiel, der spielt seit Wochen meiner Ansicht nach schlecht. Dann haben wir Donko, da muss ich den mal einsetzen. Tut mir leid. Da muss ich ihn mal rausnehmen und sagen, hör mal, mit deiner Leistung bin ich nicht zufrieden, Junge. Ja? Es nutzt ja nichts, dass er läuft. Er rennt auch viel, aber es kommt nichts bei rum, was er macht. Ja? Es kommt weder eine Flanke, noch ein vernünftiger Torschuss, noch sowas. Wie beim letzten Spiel hat er eine Chance gehabt, das war okay. Aber das ist zu wenig. Und man muss sagen, die Tore, die wir reingekriegt haben vorher, waren ja auch zum Teil seine Fehler. Einmal rutscht er aus, Querpass, bumm, Tor. Also er macht jetzt in der letzten Zeit mir zu viel Fehler. Ja, also muss ich mir da auch mal Gedanken drüber machen und sagen, du, da haben wir ja noch einen Verteidiger, den lasse ich jetzt mal spielen. Und dann schmeiße ich ihn vielleicht mal in der zweiten Halbzeit rein, auf der linken Seite, wenn Mohr kaputt ist, ja, dass ich sage, du, jetzt spiel du da mal, jetzt zeig mal, was los ist. Aber das ist mir zu wenig, einfach so ein bisschen. Da werden zu viele Fehler gemacht im Mittelfeld, waren die Leute zu weit weg, das Spielfeld war zu breit gezogen, was ich eigentlich so von der holländischen Taktik nicht so sehe. Die Holländer sind eigentlich immer, die drücken immer, dass das Spiel eng machen. Aber in dem Spiel gegen Hannover, Bodo, war es einfach, Tempelmann war zu weit weg vom Gegner, Gruber war zu weit weg, Schambeck war weg, den Mohr habe ich überhaupt nicht gesehen. Genau. Da weiß ich überhaupt nicht, den hätte ich schon nach 10 Minuten runtergenommen. Ja, dafür habe ich doch eine gute Bank hier mit Paul, Mit Younes, ja, und. Also ja. Da muss ich doch mal sagen, oh, weißt du was, das gefällt mir nicht. Raus, oder ich hätte Mogi vorgestellt und den Donko da hinten hingestellt. Irgendwas hätte ich da gemacht. Aber ich hätte nicht so weitergespielt. Das so, geht nicht. Hab ich. So, jetzt erzähl. Langer Monolog. Ja, du hast auf den Trainer abgehoben, du hast ihn kennengelernt schon, ich hatte das Vergnügen noch nicht, aber das wird sicherlich kommen. Dem Trainer müssen wir immer, egal wer es ist, hier in unserem Club den Rücken stärken. Der Trainer muss am Ende immer der stärkste Mann sein, weil er ist verantwortlich für die Mannschaft und er hat nachher die Rübe hinzuhalten. Wir wissen das doch alle. Und deswegen muss man dem Trainer immer, solange er da ist und ohne Unterlass Rückendeckung geben.
Eine Anmerkung von dir eben, der kommt aus Holland und will ein 4-3-3 spielen lassen, weil er so geschult ist. Ich bin da ein kleines bisschen anderer Meinung zunächst mal, denn wenn ein Trainer neu kommt, dann muss der meiner Meinung nach erst einmal gucken, welche Spieler habe ich zur Verfügung. Und wenn ich dann feststelle, ich habe die Spieler zur Verfügung, dass ich mit drei Mittelfeldspielern und drei Spitzen spielen lassen kann, dann ist das sicherlich der richtige Weg. Aber die Situation hier auf Schalke ist eine andere. 4-4-2 ist rausgekommen aus Hannover, so habe ich es gesehen. Wenn dann aber, und jetzt kommen wir zum Spiel selbst und zu den Aktionen, wenn dann aber die gesamte Mittelfeldkette, die Viererkette, praktisch ausfällt, was soll dann Karaman und Silla da vorne machen? Sie kriegen ja überhaupt keine, gebe ich dir recht, keine Bälle. Ja. Und ich denke, dass hier der Hebel anzusetzen ist vom Trainer. Das Herzstück jeder Mannschaft ist das Mittelfeld. Und das Mittelfeld muss die Verbindung haben von der Abwehr zum Mittelfeld und muss die Verbindung haben vom Mittelfeld zum Sturm. Und nur dann kann es auch vorne funktionieren. Also ich habe bis auf die letzte Aktion, vielleicht auch noch der Schuss von Bulut in der 21. Minute, habe ich keine einzige wirkliche Chance von uns gesehen. Und Hannover, wenn wir mal so eine Rechnung aufmachen, dann sind wir bei mit Wohlwollen 4-1. Hannover hat von Intermaßen gewonnen. Auch da, an dem Bild, sieht man die Geschichte. Und da sage ich ganz klar, ist der Hebel anzusetzen. Und der Trainer muss schauen, dass er im Mittelfeld die Ordnung schafft. Ich war auch enttäuscht, als ich die Aufstellung gesehen habe und Armin Younes nicht dabei war. Weil Armin Younes ist ein Spieler, der sicherlich in der Lage ist, Ordnung reinzubringen. Mhm. Ich habe es auch von Schallenberg erwartet, aber habe es gegen Hannover in Hannover nicht gesehen. Du hast eben das Tor angesprochen, das Gegentor, 4. Minute. Ja, natürlich, ne? Stellungsfehler. Man kann dem Torwart da überhaupt gar keinen Vorwurf machen. Ne? Der Torwart und ich meine Taylan Bulut mit Abstrichen waren die beiden, die man gut gesehen hat, einigermaßen. Ja, Torwart, klar, gut. Und alles andere war nicht präsent. Und da, jetzt fällt zum Spiel am Samstag Karaman mit der 5. gelben Karte aus, die sicherlich die gelbe Karte, die er sich da eingefangen hat, war zu vermeiden. Ne? Da darf man nicht mehr hingehen und diskutieren. Aber gut, er ist Kapitän, er hat sich das rausgenommen. Aber ja, wie gesagt, ja. Es ist schade, weil das Heimspiel jetzt natürlich wieder eine wichtige Schaltstelle ist. Wir müssen punkten. Ne? Wenn man der Blick auf die Tabelle ist im Moment recht schmerzhaft. Ja, Bolo, ich bin ja deiner Meinung. Nur wie gesagt, es ist mir trotzdem, das ist mir alle zu wenig. Ja? Du kannst ja aufstehen, wer du willst. Ich weiß gar nicht, warum wir, wenn ich ehrlich bin, noch unsere Aufstellungen bis Freitag ins Fernsehen oder Radio oder Internet überhaupt nicht sagen. Das ist eigentlich grundegal, wer da im Mittelfeld spielt, weil es kommt eh nichts. Ja, dann müssen wir uns, es kommt nichts. Tut mir leid. Dann müssen wir uns die Frage stellen, wo dran liegt, das haben wir. Es liegt am Mittelfeld. Haben wir ein strukturelles Problem? Haben wir ein Problem, dass der Trainer nicht genug Macht hat, mal das durchzufegen? Oder am Ende ist es eventuell ein qualitatives Problem, dass die Spieler die Qualität nicht besitzen? Ja, das kann schon sein, dass die Qualität ein bisschen aber fehlt. Aber ich muss doch mindestens, wenn ich in so einer Situation bin, erwarten, dass jeder alles gibt und dass es sichtbar ist. Und das, ich doch, so, ich und doch, da gebe ich dir recht. Ich habe doch in Hannover das nicht gesehen, dass ein Aufbäumen zustande kommt. Ja. Das Gegentor
fällt früh, fällt in der vierten Minute. Ich habe 86 Minuten als Mannschaft Zeit, das Ding aufzuholen, und ich habe diesen Ansatz nirgendwo gesehen. Jetzt haben wir natürlich, und das muss man wirklich sagen, er kommt jetzt als Trainer hier hin. Ich kritisiere ihn gar nicht, weil er viel zu kurz hier ist. Kann ich auch nicht. Klar. Möchte ich auch nicht. Ich war selber Trainer, ich weiß, wie schwer das ist. Mhm. Wenn man irgendwann neu hinkommt, dann braucht man ein bisschen Zeit, und das muss man ihm auch gönnen. Ganz klar. Aber die Spieler, die nehme ich jetzt nicht in Schutz. Ja. Denn mir ist es eigentlich egal, wer da spielt, ob das ein Paul Irgoin ist, ja, der lange verletzt war, ja, der jetzt reinkommen muss, ja, so schnell wie möglich, so, dass du überhaupt ein bisschen Ordnung kriegst. Tempelmann war lange weg, spielt, ist überhaupt noch nicht auf 100% meiner Ansicht nach, ja. Dann hast du den Moore auf der anderen Seite. Das sind mir aber alle Spieler, sage ich mal, so feine Fußballer. Ja, Gruber ist auch ein feiner Fußballer. Es ist keiner im Mittelfeld, der die Ärmel hochkrempelt und sagt, hör mal hier, an mir kommt keiner vorbei. Ja, also bevor hier einer vorbeikommt, klopfe ich den zweimal um. Das heißt, also das ist das Mittelfeld, was wir jetzt aufgestellt haben in Hannover. Das ist mir so ein feines Mittelfeld, die ein bisschen kicken wollen, ein bisschen Fußball spielen wollen, ja, aber nicht aggressiv genug sind. Also stimmt die Mischung nicht, ne? Die Mischung stimmt überhaupt nicht. In Hannover diese Mischung hat überhaupt nicht gestimmt. Ja. Zu viel Fußballer dabei, keiner, der richtig hingeht. Schallenberg ist ja eigentlich der Einzige, der mal, aber der ist auch abgetaucht. Und das ist auch immer einer, der regt mich auch mittlerweile wieder auf. Ich habe immer gedacht, der hat jetzt endlich mal hier so ein bisschen den Gang reingekriegt, dass er jetzt hier mal was sagt. Der macht den Mund ja auch nicht mehr auf. Der versteckt sich und geht genauso runter. Und das ist das, wenn du das Mittelfeld, was du gerade selber gesagt hast, Bodo, das Herz in einer Mannschaft ist das Mittelfeld. Und wenn du da keine aggressiven Jungs drin hast, die Mischung muss stimmen zwischen guten Fußballern und jemand, der hingeht und auch richtig hingeht, der die anderen mit anspitzt und sagt, hey Jungs, ich bin nicht der Einzige hier, was ist los? Genau das Gleiche sehen doch die Abwehrspieler. Die sehen das doch auch, wenn im Mittelfeld richtig reingehalten wird, dann sehen die doch und sagen, wir müssen aber auch hinten jetzt mal richtig Gas geben, dass die uns nicht zwischen den Räumen laufen und. Bei uns wird zu viel, es geht bei uns, unser Spiel läuft quer. Dafür, wenn wir gespielt haben als Außen, war das super, weil übersiehst du als 1-gegen-1 bist du losgelaufen und konntest da durch. Das ist aber bei uns nicht. Wenn wir quer spielen, spielen wir bis zur Mittellinie und spielen 30 Meter zurück. Ja, weil vorne die Anspielstation dann fehlt. Ja, aber Bodo, du hast ja zwei Leute vorne. Ja, besser, was soll ich sagen. Aber, und es stimmt ja überein, wenn man in die Statistik guckt, die beiden Jüngsten in der Mannschaft, Max Grüger und Thailand Bulut, bekommen in der zweiten Halbzeit die gelbe Karte. Ne? Ja gut, Moment. War aber kein Foul. Moment. Komm, also. Aber das zeigt mir doch, und Paul Seguin, das zeigt mir doch, dass die wollen und dass die dann auch mal hingehen. Ja, aber wir reden doch, pass mal auf, wir reden doch hier und die alten, seit Monaten gestandenen Spieler, eben nicht. Pass auf, wir reden seit Monaten. Wir müssen Spieler ausbilden. Spieler ausbilden. Wir müssen einen ausbilden, noch einen ausbilden, dass wir viel Geld kriegen. Also wie wir spielen, mit den Spielern, wer kauft den für 20 Millionen? Kein Mensch. Ja, und trotzdem. Kein Mensch, das ist Durchschnitt, absoluter Durchschnitt in der zweiten Liga. Ja. Also muss ich doch mal hergehen und sagen, wo fange ich an? Ja. Wo kann ich einen ausbilden? Bulut? Ist der Einzige auf der rechten Seite. Ja. Dann musst du mit dem trainieren, nicht nach innen rein und mit links flanken. Du musst außen vorbei. Und du musst das dem Junge zeigen. Ich weiß nicht, wer ihm das zeigen kann. Ja. Ich weiß nicht, was der Trainer für eine Position gespielt hat im Mittelfeld. Es kann doch nur einer dem Jungen was beibringen, der außen ausgebildet worden ist. Wenn der bei mir 4 Wochen ist,
schwöre ich dir, rennt der außen vorbei, weil ich ihm genau sage, was er zu machen hat. Also du meinst jetzt, dass er den Mut hat, auf die Grundlinie zu gehen und mit seinem rechten Fuß den Ball. Der ist schnell, Bodo, der hat alles. Ja, hast du recht. Ist nicht ungeschickt, aber der weiß nicht, wie er das macht. Ja gut, ist ein junger Spieler, ne, der sich entwickeln kann, der sich weiterentwickeln kann. Ja, ich will damit nur sagen, wir reden ja immer pausenlos jetzt von Ausbildung. Wir müssen Spieler ausbilden. In 3 Jahren sind wir alle ausgebildet. In 3 Jahren, weiß ich nicht, wo wir in 3 Jahren stehen. Aber das kann es doch nicht sein. Wir müssen doch gezielte Sachen. Ich muss mir doch was angucken und sagen, aus wem können wir einen sehr guten Spieler machen. Ja gut, aber da sind wir jetzt wieder da beim Vertrauen dem Trainer gegenüber. Nein, ich habe das schon mal, ich lasse den Trainer in Ruhe. Dass der Trainer derjenige ist, der genau ja dafür jetzt zu sorgen hat. Das ist Trainersache, für meine Begriffe. Ne? Die Spieler auszubilden ist Trainersache. Ja, aber wir reden doch auch bei jungen Spielern noch im Profibereich, weil diese Spieler noch nicht fertig sind. Ja. Ne? Also Bulut und Krüger jetzt mal in erster Linie. Ne? Aber den Jungs musst du doch auch sagen, wie sie zu spielen haben, Bodo. Das ist doch die, da geht doch keiner hin und sagt, du, pass mal auf, mach mal so oder mach mal so. Das muss jetzt gemacht werden. Ja. Wir reden seit einem Jahr, reden wir jetzt, wir müssen Leute ausbilden. Geritz hat es nicht geschafft. Jetzt bin ich gespannt, was der Nächste macht. So, ich sage es dir, wir wollen ausbilden, wir müssen Spieler verkaufen. Ja, aber ich frage mich nur, wen willst du verkaufen? Wen? Das ist doch... Süller vorne, gut, der macht jetzt 6, 7 Tore gemacht. Aber ich bitte dich, mit 7 Tore, weißt du, wie viele Leute da in der zweiten Liga rumpölen? Ja, da kannst du jeden anderen auch nehmen. Abi, es kommt er ist ja auch zu wenig, was er macht. Abi. Er bewegt sich zu wenig, er nimmt einen Ball, er unternimmt zu wenig. Ja, du, das muss auch, vielleicht hat es was mit der Sprache zu tun, ich weiß es nicht. Abi. Aber die bieten sich einfach zu wenig an. Der Einzige, den du wirklich immer noch ganz hoch an, ist Karaman. Karaman ist der Einzige, wo du dich eigentlich darauf verlassen kannst, dass der ein Tor macht. Aber sonst hast du doch keinen. Ja, aber du musst natürlich neben dem Ausbildungsziel immer auch daran denken, dass du eine starke Mannschaft selber hast und dass du nicht die gesamte sportliche Kompetenz auf dem Platz abgibst und verkaufst. Du musst eine Mannschaft doch halten, du musst eine Mannschaft aufbauen. Aber doch in der Situation, Bolo, wo sind wir denn jetzt in der Situation? Wollen das Stadion verkaufen? Aber du willst doch irgendwann auch mit dem sportlichen Erfolg wieder aufsteigen in die erste Liga. Schalke 04 kann noch nicht sagen, wir haben jetzt 3 Jahre und machen zweite Liga. Nein, aber das wird so kommen, Bodo. So wird es kommen, sage ich dir jetzt schon. Also ich glaube nicht, dass wir in der kurzen Zeit irgendeinen haben, wo wir viel Geld für kriegen. Man sieht ja jetzt immerhin eine Genossenschaft geplant. Ja. Aber davon muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich gar keine Ahnung von. Da will ich mich auch gar nicht reinmischen. Das soll der Vorstand machen, da habe ich null Ahnung. Ich rede nur über Fußball. Das, was ich sehe, das, was der Vorstand vorhat, ist vielleicht gut, nicht gut. Ich kann das nicht beurteilen. Ich habe keine Ahnung davon, habe mich überhaupt nicht damit befasst, ja, weil ich gesagt habe, das ist nicht mein Milieu, da kenne ich mich nicht aus. Also soll im Vorstand das mal machen. Aber bei uns ist doch wirklich so, guck mal, der Ben Manga sagt ja, ausbilden. Jetzt sage ich dir mal, meiner Ansicht nach, der Norbert Elgert, der hat rechts außen gespielt wie ich. Dann muss man sich doch, wenn er sich doch mit dem Norbert Elgert trifft, dann muss ich dem Norbert doch mal sagen, Norbert, kannst du nicht über außen da irgendwie einen ausbilden? Norbert war ein guter rechts außen. Kannst du nicht schon von der Jugend an einen mit 16, 17 da zunehmen und dem das beibringen? Ich habe keine Zeit dafür. Verstehst du, was ich meine? Wir Außenstürmer wird auf der ganzen Welt gesucht und wir sind nicht in der Lage, wie Elgert oder ich oder andere noch, aber es gibt nicht mehr viele, die außen gespielt haben, diese Leute auszubilden. Aber der Norbert Elgert kann es. Davon bin ich fest überzeugt. Ich muss jetzt mal hier eine Lanze für ihn brechen in der Hinsicht. Das ist ja genau sein Ding, die Ausbildung der jungen Spieler. Und für diese Ausbildung benötigt er natürlich die entsprechenden Talente. Wenn er die hat, dann ist der Norbert sicherlich der Letzte, der das nicht machen würde in deinem Sinne. Aber der Norbert ist schon so lange hier. Dem Norbert musst du doch nicht sagen, Norbert,
Das ist ein schlechter oder das ist ein guter? Nein, das sieht er nach 10 Sekunden. Natürlich. Der so, aber ich will damit doch nur sagen, Bodo, es passiert doch hier nichts. Wir träumen von irgendeinem Spieler, der uns mal Millionen bringt. Aber das bringt nichts. Weil darüber brauchst du dir gar keine Gedanken machen, weil im Endeffekt du die Spieler nicht hast oder sagen wir mal, die Leute hast, die diese Leute oder diese Spieler ausbilden. Wenn, ich sage es hier noch einmal, wenn du über außen nicht kommst, wirst du auch in der zweiten Liga Schwierigkeiten kriegen. Die zweite Liga ist jetzt nicht eine geile Liga wie in England. Ja? Komischerweise, in England spielen die alle über außen. Da passiert pausenlos, da gehen die Verteidiger vorbei, wumm, bringen die Bälle rein. Ja, dann passiert auch vorne was. Und die sind im Mittelfeld aggressiv. Aber bei uns ist doch, guck dir mal an, wir laufen doch nur mit. Da läuft einer, die Schnittstellen kriegen wir nicht zu. Wenn vorne angespielt wird, Hannover spielt zwischen drei Leuten, bei uns zwischen, im Mittelfeld. Drehen die sich alle um und gucken auch, was ist denn da, da ist ja noch einer. Das ist doch das, wo ich drüber sage, entweder musst du das Spielfeld klein machen, dass du aggressiv dann dran gehst, aber wenn das Spielfeld breit ist, Bodo, verlieren wir fast jedes Spiel. Und das war jetzt in Hannover genau das Gleiche. So sehe ich das. Ich weiß nicht, du siehst das wahrscheinlich anders. Nein, ich sehe es ganz genauso und führe es am Ende zurück, was ich eben schon mal gesagt habe, auf die mangelnde Qualität. Wenn wir, ja, ich weiß nicht, der Trainer muss vielleicht ein Zauberer sein, um die Dinge rauszuholen, oder aber... aber dann haben wir doch die falschen Spieler geholt. Oder was meinst du jetzt damit? Wenn du sagst, keine Qualität. Ja, wenn die Spieler das auf dem Platz nicht zeigen, dann haben wir ein Problem. Dann haben wir möglicherweise die falschen Spiele. Ich weiß es nicht. Aber ich hab gerade in Hannover durch den Trainerwechsel große Hoffnung gehabt. Und alles ist irgendwie verpufft, pulverisiert. Ich war enttäuscht. Ich habe nichts. Ja, da waren ja alle enttäuscht. Ich habe nichts aber gesehen. Aber wo ich auch gesagt habe, wenn du da einen Punkt geholt hättest, das war ja noch gut. Einen Punkt holen, das kannst du ja noch aufholen. Aber ich habe nicht den Eindruck gehabt, als wenn unsere Jungs aufholen wollten. Die wollten das Spiel einfach nach dem 1-0. Boah, jetzt gucken wir erstmal, jetzt müssen wir erstmal schauen, dass wir nicht noch mehr reinkriegen. Aber wir haben nur 1-0 verloren. Und das war ja nicht so, dass wir sagen können, unsere Mannschaft, unsere Jungs hat so gespielt, dass sie das Spiel gewinnen wollte und Hannover war besser an dem Tag, also müssen wir akzeptieren, dass wir das Spiel verloren haben. So war es ja nicht. Ich habe nicht gesehen, dass der Wille da war, da fange ich jetzt mal an, das ist eine Kopfsache wahrscheinlich, dass der Wille da war, dieses Spiel umzubiegen, in den Griff zu kriegen, diese Zeit zu nutzen, 86 Minuten. Ah, weißt du, das ist mir immer ein bisschen zu einfach. Kopfgeschichte. Ich spiele Fußball. Da spielen Leute 11 gegen 11, die am meisten Gas geben. Das weißt du selber, du hast auch Fußball gespielt. Wenn du Stürmer gegen Verteidigung gespielt hast, haben immer die Verteidiger gewonnen. Warum? Ja, weil die aggressiver waren und die Stürmer gingen nicht richtig hin. Und da haben wir im Training immer den Arsch vollgekriegt, komischerweise. Und so ist es doch auch. Hier weiß keiner so richtig, was er zu machen hat. Wenn ich Abwehrspieler bin, das heißt, ich muss mein Tor sichern, dass ich keinen reinkriege. Und wenn ich ein defensiver Mittelfeldspieler bin, dann weiß ich, dass ich in die Defensive Gas geben muss, dass ich denen keine Chance gebe, irgendwie am 16er zu schießen, noch sonst was, weil sonst könnte eventuell ein Tor passieren. Abi, diese Aggressivität reinzukriegen in die Mannschaft ist jetzt Trainersache. Ich baue jetzt auf den Trainer und hoffe, dass er da genau den Hebel ansetzt. Dass er die Mannschaft heiß macht, dass die Mannschaft aufläuft und das Spiel gewinnen will. So, und wenn das nicht passiert, weil die, möglicherweise am Ende wieder die Qualität in der Mannschaft fehlt, dann kann der Trainer nichts machen. Ja, aber weißt du, ich habe mir gestern Nürnberg angeguckt. Ja, hör mal, die gewinnen 4-0. Die rennen, die kämpfen, die machen. Ja, das sind alles, wenn du die, ich gucke im Fernsehen immer in die Gesichter manchmal, dann meine ich, das sind 15-jährige Jungs.
Da frage ich immer, wo sind denn unsere alle? Wo sind denn unsere 15, 18-jährigen Jungs, die man Ärmel hochkrempelt? Die geben Gas. Und da frage ich mich immer, ja, na, hallo, du spielst für Schalke. Und die Jungs haben gestern hier von Nürnberg, die haben richtig gut Kräuter Fürth auseinandergenommen. Das muss man wirklich sagen. Also der Klose, der hat das da einigermaßen jetzt hingekriegt. Wo sie ihm auch schon gesagt haben, oh, der Klose. Aber komischerweise hat er da zwei Stürmer reingebracht, mit denen er wahrscheinlich da Tag und Nacht trainiert vorm Tor. Ja, und die geben jetzt auf einmal Gas. Also ich sehe unsere Entwicklung in unserer Mannschaft nicht. Wir haben jetzt schon so oft die Mannschaft gewechselt. Vielleicht sollten wir wirklich mal, wie ich immer gesagt habe, die Truppe stehen lassen, dass sie sich einspielt. Wir haben jede Woche, bauen wir um. Jetzt, okay, ist ein Trainer seine Idee, Torhüter nach zwei Spielen zu wechseln. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich würde es nicht machen. Ich würde ihn jetzt im Tor stehen lassen, weil wenn du jetzt nach zwei Spielen Torwart wieder rumnimmst, ist die Abwehr wieder irgendwie wieder gelöchert. Da ist wieder ein neuer Torwart drin, der spielt ganz anders mit. Der eine kann mehr Fußball, der eine kann nicht. Ich muss doch jetzt irgendwo auch mal sagen, so, ich ziehe mit der Truppe jetzt hier durch, egal was kommt. Aber Jungs, eins sage ich euch, wer hier nicht Gas gibt und nicht aggressiv ist im Mittelfeld, den hole ich sofort runter. Kontinuität, ne? Sagst du, ne? Torhüterposition, ja. Kontinuität. Da bin ich bei dir, weil die Situation brisant ist. Jetzt muss sich da was einspielen. Ich würde, glaube ich, auch nicht wechseln. Ich würde mir im Training genau angucken, was los ist mit der Torwartfrage und würde dann urteilen. Aber den Torwart, noch einmal, kann man, was das Hannover-Spiel angeht, überhaupt gar keinen Vorwurf machen. An dem Gegentor kann er nichts machen. Muss ein besseres Stellungsspiel in der Abwehr her. Dann kann dieses Tor vermieden werden. Ich möchte euch ja ungern unterbrechen. Ich glaube, wir könnten auch mehrere Stunden über dieses Thema sprechen, tatsächlich. Eins möchte ich noch sagen, weil Abi gerade dieses Spiel Nürnberg gegen Greuther Fürth angesprochen hat. Ist ein Derby da in Franken. 4-0, glaube ich, ist ausgegangen. 0-4. Keiner soll, Greuther Fürth ist unser nächster Gegner hier am Samstag, keiner soll davon ableiten, dass es ein leichtes Spiel wird, denn wir alle wissen ja, wie die Reaktionen sein können, wenn man mal so eine Reise gekriegt hat, dass man dann sich zusammenreißt und sagt, okay, dann fahren wir eben nach Schalke und werden auf Schalke am Samstag um 13 Uhr ist Anstoß, werden das Ding umbiegen. Ich glaube, das ist ein schwieriges Spiel. Ein ganz schwieriges Spiel. Ja, und weil die Nerven natürlich auch blank, Bodo, das weißt du hast selber gespielt. Dieses du hast jetzt Ergebnis, wieder verloren, der Druck ist groß da. Stell dir mal vor, du verlierst hier. Ja, dann gute Nacht. Also dann sind wir am Montag hier. Darf man? Und dann war das eigentlich, was wir heute sehr laut waren, ja, wo wir uns überhaupt, oder für besser du ja nicht, aber ich jetzt, wo wir dann drüber diskutiert haben gerade, dann wird es aber noch schlimmer. Ja, dann geht es ans Eingemachte langsam, weil die Saison, die wir im letzten Jahr hatten, darf auf keinen Fall wieder passieren. Was wir ja auch nicht haben wollten. Aber wir sind schon wieder da, wo wir im letzten Jahr waren. Wieder Druck, wieder Druck, wieder Druck. Und jetzt musst du Spiele zu Hause gewinnen. Ja? Und was ich auch geil fand, muss ich ganz ehrlich sagen, jetzt mal wirklich, wenn ich als Spieler früher aufgelaufen wäre und da hat die Kurve so ein geiles Ding hingemacht, weißt du was? Ey, das war so geil. Da hätte ich gesagt, hör mal, hier heute, hier, wir, von den Gurken hört mich keiner. Schwöre ich dir in der Hand. Also von denen nicht. Da wäre ich losmarschiert wie die Post. Weil auch das ist doch, wenn 15.000 Menschen da sind, von unserem Verein, hör mal, da hebe ich die bis hier oben, ja, oder? Sicher. Hör mal, da kriege ich doch so einen Hals, da laufe ich doch auf, da sage ich doch, hör mal, hallo, Freunde, hier verlieren wir nicht. Ist ja Heimspiel. So. Also eins vielleicht noch zum Abschluss von mir. Vielleicht ist ja der eine oder andere Spieler dabei, der deine Worte aufnimmt, der das hört und der sagt, der Abi hat vollkommen recht, wir müssen uns an die eigene Nase packen. Wir als Mannschaft müssen jetzt das Ding raushauen und müssen gegen Greuther Fürth am Samstag, am kommenden Samstag in der Arena das Spiel aufbiegen und brechen, einfach gewinnen, weil alles andere bringt uns in eine Situation rein, die fürchterlich ist. Ja. Sehr gutes Schlusswort.
Es war mir eine Freude. Das am besten würde ich gar nichts sagen und euch und Lauscher. Das war wirklich sehr gut. Ja, ich hoffe, René, wir haben uns doch diesmal anders. Wieder aufgeregt. Weißt du, ja. Unser Herz blutet. Ich schwöre dir, unser Herz blutet, wenn wir in Hannover 1-0 verlieren. Ja, gegen eine Mannschaft, die ja jetzt nichts Besonderes ist. Das ist ja eigentlich Naumann, der kommt da hier von, aber der kriegt doch Magenschmerzen, wenn ich sowas sehe. Und wir haben nicht eine Torschance, ein Schuss oder zwei Schüsse aufs Tor in 19 Minuten, Freunde. Wenn man dann noch berücksichtigt, dass auch mit Phil Neumann ein Schalker in dieser Mannschaft ist. Und der gut gespielt hat. Ich habe den Eindruck, dass sowieso überall Schalker sind. Überall, immer taucht irgendeiner auf. Aber es ist aber auch immer so, dass die ehemaligen Spieler, die in Schalke waren, immer gut spielen gegen uns, komischerweise. Ja. Also eigentlich müsste es ja nur auf die aufpassen. So, wir sehen uns in der nächsten Woche wieder, hoffentlich. Wir drücken dem Trainer und der Mannschaft alle Daumen, dass wir dieses Spiel in den Griff kriegen und dass wir damit unsere Ausgangsposition verbessern. Jungs, seid aggressiver auf dem Platz. Mehr kann ich nicht dazu sagen. Danke und Glück auf. Glück auf.